Herzlich willkommen zu diesem Video. Thematisch geht es diesmal darum, wie man zum Beispiel in einen Baldachin ganz einfach zu Hause Löcher bohren kann, wenn das nötig ist. Das kann ja durchaus hin und wieder der Fall sein, wenn eben ein Baldachin vielleicht ein Loch zu wenig hat oder man braucht ein Loch an einer Position, wo eben keins ist. Und das ist ganz einfach zu Hause zu machen mit gar nicht viel Werkzeug. Ich stelle euch trotzdem einmal ein Bohraufsatzset vor. Mit dem könnt ihr das dann tatsächlich noch einfacher machen, als es mit einem einfachen Bohrer aber auch ging. Das ist das Set mit den Bohraufsätzen. Einmal von links nach rechts. Ganz links haben wir den Fräsbohrer. Daneben ist ein Stufenbohrer. Daneben ist ein Schälbohrer oder ein Kegelbohrer. Und ganz rechts ist ein Senkbohrer, den man auch zum Entgraten nutzen kann. Wenn ihr Interesse daran habt, dann guckt einfach bei uns im Shop einmal danach. Dort haben wir dieses Bohrerset und auch einige andere praktische Werkzeuge. Und ich verlinke euch das Set natürlich auch nochmal unten in der Beschreibung. Wie ich eben schon einmal gesagt habe, ist es auch gar kein Problem, wenn ihr das Set nicht habt und auch nicht haben wollt. Ihr könnt dann ganz einfach einen Metallbohrer in der Größe natürlich, die ihr benötigt, verwenden und das Loch damit auch sehr einfach bohren. Das Bohren der Löcher, das könnt ihr ganz einfach bei euch zu Hause machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr eine Unterlage habt, in die ihr auch reinbohren könnt, falls es passieren sollte. Sprich, achtet darauf, dass ihr eben nicht aus Versehen in euren Tisch zum Beispiel reinbohrt. Genau, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Und wenn euch das Video weiterhilft und es euch gefällt, dann vergesst nicht ein Like oder einen Kommentar oder ein Abo dazulassen. Da würden wir uns sehr freuen. Bevor ich mit dem Bohren beginne, habe ich die exakte Position des Loches ausgemessen und mit einem Stift markiert. Dann ist es wichtig, dass man die markierte Stelle ankönnt, damit man mit dem Bohrer nicht wegrutscht. Dafür könnt ihr irgendwas Spitzes nehmen, wie zum Beispiel eine Schraube. Für mehr Stabilität kann es auch sinnvoll sein, ein Stück Holz unter die anzukörnende Stelle zu positionieren. Im nächsten Schritt müsst ihr dafür sorgen, dass der Baldachin in einer festen Position bleibt und dafür bietet sich eine Schraubzwinge an. Checkt dann auf jeden Fall auch nochmal, ob der Baldachin wirklich fest ist. Wie zu Anfang gesagt, nutze ich den Stufenbohrer aus unserem Bohrset, das damit am einfachsten ist. Ihr könnt aber natürlich auch einen einfachen Metallbohrer verwenden. Überlegt euch vorher natürlich auch, wie groß das Loch sein soll, um den richtigen Bohrer zu wählen. Ich bohre jetzt ein 10 mm Loch. Setzt den Bohrer also an die angekörnte Stelle an und beginnt zu bohren. Die erste Stufe des Bohrers dauert am längsten, danach geht es dann aber relativ schnell. Ihr müsst also vorsichtig sein, dass ihr mit dem Stufenbohrer nicht aus Versehen ein zu großes Loch bohrt. Dann macht ihr den Baldachin lose und guckt euch an, ob ihr das Loch noch entgraten müsst. Sehr wahrscheinlich wird das der Fall sein und dafür könnt ihr auch den Aufsatz aus unserem Set nutzen oder, wenn ihr das nicht habt, eine Rundfeile. Ihr arbeitet mit dem Aufsatz zum Entgraten und oder einer Rundfeile also so lange, bis die Ränder des Loches dann nicht mehr scharf sind. Wenn ihr so wie ich an der Seite des Baldachins gebohrt habt, dann ist es von innen aufgrund des Winkels etwas schwer reinzukommen mit dem Aufsatz und dafür bräuchtet ihr dann wahrscheinlich sowieso eine Feile. Vielleicht nochmal als Erklärung, warum es auch wichtig ist, das zu entgraten. Es kann halt sein, wenn die Kanten sehr scharf sind, dass andere Bauteile dadurch beschädigt werden oder man sich vielleicht auch verletzt. Das ist natürlich auch nicht gewollt. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben diese Entgratung noch macht. Wenn ihr dann soweit seid, dass die Kanten des Lochs nicht mehr scharf sind, dann seid ihr auch schon durch und habt das Ganze geschafft. Und wenn euch das Video weiterhilft und es euch gefällt, dann vergesst nicht ein Like oder einen Kommentar oder ein Abo dazulassen. Da würden wir uns sehr freuen.